Die Prinzipien der Wahrheit sind sieben. Wer sie kennt und versteht, besitzt den magischen Schlüssel, durch dessen Berührung sich alle Türen des Tempels öffnen. Das Kybalion. Die sieben hermetischen Prinzipien, auf denen die gesamte hermetische Philosophie beruht, lauten wie folgt. Erstens, das Prinzip des Mentalismus. Zweitens, das Prinzip der Korrespondenz. Drittens, das Prinzip der Schwingung. Viertens, das Prinzip der Polarität. Fünftens, das Prinzip des Rhythmus. Sechstens, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Siebtens, das Prinzip des Gender. Diese sieben Prinzipien werden im weiteren Verlauf dieser Lektionen besprochen und erklärt. Eine kurze Erläuterung jedes einzelnen Prinzips kann jedoch ebenso gut an dieser Stelle gegeben werden. Das Prinzip des Mentalismus. Alles ist Geist. Das Universum ist geistig. Das Kybalion. Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass alles Geist ist. Es erklärt, dass das All, dass die substanzielle Realität ist, die all den äußeren Manifestationen und Erscheinungen zugrunde liegt, die wir unter den Begriffen materielles Universum, Lebensphänomene, Materie, Energie und kurz gesagt all dem, was für unsere materiellen Sinne sichtbar ist, kennen, Geist ist, der an sich unbekannt und unbestimmbar ist, der aber als universeller, unendlicher, lebender Geist betrachtet und gedacht werden kann. Es erklärt auch, dass die ganze phänomenale Welt oder das Universum einfach eine mentale Schöpfung des Ganzen ist, die den Gesetzen der geschaffenen Dinge unterworfen ist, und dass das Universum als Ganzes und in seinen Teilen oder Einheiten seine Existenz im Geist des Ganzen hat, in welchem Geist wir leben und uns bewegen und unser Sein haben. Dieses Prinzip, das die mentale Natur des Universums festlegt, erklärt auf einfache Weise all die vielfältigen mentalen und psychischen Phänomene, die einen so großen Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und die ohne eine solche Erklärung unverständlich sind und sich einer wissenschaftlichen Behandlung entziehen. Das Verständnis dieses großen hermetischen Prinzips des Mentalismus befähigt den Einzelnen, die Gesetze des mentalen Universums leicht zu erfassen und sie für sein Wohlergehen und seinen Fortschritt anzuwenden. Der hermetische Schüler wird in die Lage versetzt, die großen mentalen Gesetze auf intelligente Weise anzuwenden, anstatt sie willkürlich zu benutzen. Mit dem Meisterschlüssel in seinem Besitz kann der Schüler die vielen Türen des mentalen und psychischen Tempels des Wissens aufschließen und ihn frei und intelligent betreten. Das Prinzip erklärt die wahre Natur von Energie, Kraft und Materie und warum und wie all diese der Meisterschaft des Geistes untergeordnet sind. Einer der alten hermetischen Meister schrieb vor langen Zeiten: Wer die Wahrheit über die mentale Natur des Universums begreift, ist auf dem Pfad zur Meisterschaft weit fortgeschritten. Und diese Worte sind heute so wahr wie zu der Zeit, als sie zum ersten Mal geschrieben wurden. Ohne diesen Meisterschlüssel ist Meisterschaft unmöglich und der Schüler klopft vergeblich an die vielen Türen des Tempels. Das Prinzip der Korrespondenz. Wie oben, so unten. Wie unten, so oben. Das Kybalion. Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass es immer eine Entsprechung zwischen den Gesetzen und Phänomenen der verschiedenen Ebenen des Seins und Lebens gibt. Das alte hermetische Axiom lautete wie folgt: Wie oben, so unten. Wie unten, so oben. Und das Erfassen dieses Prinzips gibt uns die Möglichkeit, so manches dunkle Paradoxon und verborgene Geheimnis der Natur zu lösen. Es gibt Ebenen, die wir nicht kennen. Aber wenn wir das Prinzip der Entsprechung auf sie anwenden, können wir vieles verstehen, was uns sonst unbekannt wäre.
Dieses Prinzip ist universell anwendbar und manifestiert sich auf den verschiedenen Ebenen des materiellen, mentalen und spirituellen Universums. Es ist ein universelles Gesetz. Die alten Hermetiker betrachteten dieses Prinzip als eines der wichtigsten geistigen Instrumente, mit denen der Mensch die Hindernisse aus dem Weg räumen konnte, die den Blick auf das Unbekannte verstellten. Seine Anwendung riss sogar den Schleier der Isis so weit beiseite, dass man einen Blick auf das Antlitz der Göttin erhaschen konnte. So wie die Kenntnis der Prinzipien der Geometrie den Menschen befähigt, entfernte Sonnen und ihre Bewegungen zu messen, während er in seinem Observatorium sitzt, so befähigt die Kenntnis des Prinzips der Korrespondenz, den Menschen auf intelligente Weise vom Bekannten zum Unbekannten zu gelangen. Indem er die Monade studiert, versteht er den Erzengel. Das Prinzip der Schwingung. Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Das Kybalion. Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass alles in Bewegung ist, alles schwingt, nichts ruht. Tatsachen, die die moderne Wissenschaft bestätigt und die jede neue wissenschaftliche Entdeckung zu bestätigen sucht. Und doch wurde dieses hermetische Prinzip schon vor Tausenden von Jahren von den Meistern des alten Ägypten formuliert. Dieses Prinzip erklärt, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Manifestationen von Materie, Energie, Geist und sogar Seele größtenteils aus unterschiedlichen Schwingungsgeschwindigkeiten resultieren. Von allem, das reiner Geist ist, bis hinunter zur gröbsten Form der Materie, ist alles in Schwingung. Je höher die Schwingung, desto höher die Position in der Skala. Die Schwingung des Geistes hat eine so unendliche Intensität und Geschwindigkeit, dass sie praktisch im Ruhezustand ist. So wie ein sich schnell bewegendes Rad unbeweglich zu sein scheint. Und am anderen Ende der Skala gibt es grobe Formen der Materie, deren Schwingungen so niedrig sind, dass sie scheinbar in einem Ruhezustand sind. Zwischen diesen Polen gibt es Millionen und Abermillionen von unterschiedlichen Schwingungsgraden. Vom Korpuskel und Elektron über das Atom und Molekül bis hin zu den Welten und Universen befindet sich alles in Schwingungsbewegung. Das gilt auch für die Energie- und Kraftebenen, die auch nur unterschiedliche Schwingungsgrade sind, für die mentalen Ebenen, deren Zustände von Schwingungen abhängen, und sogar für die spirituellen Ebenen. Das Verständnis dieses Prinzips mit den entsprechenden Formeln befähigt die hermetischen Schüler, ihre eigenen mentalen Schwingungen ebenso zu kontrollieren wie die anderer Menschen. Die Meister wenden dieses Prinzip auch bei der Eroberung von Naturphänomenen an, und zwar auf verschiedene Weise. Derjenige, der das Prinzip der Schwingung versteht, hat das Zepter der Macht ergriffen, sagt einer der alten Schriftsteller. Das Prinzip der Polarität. Alles ist dual. Alles hat Pole. Alles hat sein Gegenstück. Gleiches und Ungleiches sind dasselbe. Gegensätze sind identisch in der Natur, aber unterschiedlich im Grad. Extreme treffen aufeinander. Alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten. Alle Paradoxe können versöhnt werden. Das Kybalion. Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass alles dual ist, dass alles zwei Pole hat, dass alles ein Paar von Gegensätzen in sich trägt, was alles alte, hermetische Axiome waren. Es erklärt die alten Paradoxa, die so viele verwirrt haben und die wie folgt formuliert wurden. These und Antithese sind von Natur aus identisch, aber unterschiedlich im Grad. Gegensätze sind gleich, unterscheiden sich nur im Grad. Die Paare der Gegensätze können versöhnt werden. Extreme treffen aufeinander. Alles ist und ist nicht gleichzeitig. Alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten. Jede Wahrheit ist halb falsch. Alles hat zwei Seiten und so weiter.
Sie erklärt, dass es in allem zwei Pole oder entgegengesetzte Aspekte gibt und dass Gegensätze in Wirklichkeit nur die beiden Extreme ein und derselben Sache sind, mit vielen unterschiedlichen Graden dazwischen. Zur Veranschaulichung: Wärme und Kälte sind, obwohl sie Gegensätze sind, in Wirklichkeit ein und dasselbe. Die Unterschiede bestehen lediglich in den Graden derselben Sache. Schauen Sie auf Ihr Thermometer und versuchen Sie herauszufinden, wo Wärme aufhört und Kälte beginnt. So etwas wie absolute Hitze oder absolute Kälte gibt es nicht. Die beiden Begriffe Hitze und Kälte bezeichnen lediglich unterschiedliche Grade derselben Sache. Und diese gleiche Sache, die sich als Hitze und Kälte manifestiert, ist lediglich eine Form, eine Vielfalt und eine Geschwindigkeit der Schwingung. So sind Hitze und Kälte einfach die zwei Pole dessen, was wir Hitze nennen. Und die damit einhergehenden Phänomene sind Manifestationen des Prinzips der Polarität. Dasselbe Prinzip manifestiert sich im Fall von Licht und Dunkelheit, die dasselbe sind, wobei der Unterschied in unterschiedlichen Graden zwischen den beiden Polen der Erscheinungen besteht. Wo hört die Dunkelheit auf und wo beginnt das Licht? Was ist der Unterschied zwischen groß und klein, zwischen hart und weich, zwischen schwarz und weiß, zwischen deutlich und dumpf, zwischen Lärm und Ruhe, zwischen hoch und tief, zwischen positiv und negativ? Das Prinzip der Polarität erklärt diese Paradoxien und kein anderes Prinzip kann es ersetzen. Das gleiche Prinzip wirkt auf der mentalen Ebene. Nehmen wir ein radikales und extremes Beispiel: Liebe und Hass. Zwei mentale Zustände, die scheinbar völlig unterschiedlich sind. Und doch gibt es Grade des Hasses und Grade der Liebe und einen mittleren Punkt, in dem wir die Begriffe mögen oder nicht mögen verwenden, die so allmählich ineinander übergehen, dass wir manchmal nicht wissen, ob wir mögen oder nicht mögen, oder keines von beiden. Und alle sind nur Abstufungen ein und derselben Sache, wie Sie sehen werden, wenn Sie nur einen Moment nachdenken. Und darüber hinaus, und von den Hermetikern als noch wichtiger erachtet, ist es möglich, die Schwingungen des Hasses in die Schwingungen der Liebe zu verwandeln, im eigenen Geist und im Geist der anderen. Viele von euch, die diese Zeilen hören, haben persönliche Erfahrungen mit dem unfreiwillig schnellen Übergang von Liebe zu Hass und umgekehrt gemacht, bei sich selbst und bei anderen. Und ihr werdet daher die Möglichkeit erkennen, dass dies durch den Gebrauch des Willens mittels der hermetischen Formeln erreicht werden kann. Gut und Böse sind nur die Pole ein und derselben Sache. Und der Hermetiker versteht die Kunst, das Böse in das Gute umzuwandeln, indem er das Prinzip der Polarität anwendet. Kurz gesagt, die Kunst der Polarisierung wird zu einer Phase der geistigen Alchemie, die von den alten und modernen hermetischen Meistern bekannt gemacht und praktiziert wurde. Das Verständnis des Prinzips wird es einem ermöglichen, seine eigene Polarität wie auch die anderer zu verändern, wenn man die Zeit und das Studium aufwendet, die notwendig sind, um diese Kunst zu beherrschen. Das Prinzip des Rhythmus. Alles fließt hinaus und hinein. Alles hat seine Gezeiten. Alle Dinge steigen und fallen. Die Pendelschwingung manifestiert sich in allem. Das Maß der Schwingung nach rechts ist das Maß der Schwingung nach links. Der Rhythmus gleicht aus. Das Kybalion. Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass sich in allem eine gemessene Bewegung manifestiert. Ein Hin und Her, ein Fließen und Strömen, ein Schwingen vor und zurück, eine pendelartige Bewegung, eine gezeitenartige Ebbe und Flut, ein Hoch und ein Tief. Zwischen den beiden Polen, die gemäß dem soeben beschriebenen Prinzip der Polarität existieren. Es gibt immer eine Aktion und eine Reaktion, ein Vorrücken und ein Zurückweichen, ein Steigen und ein Sinken.
Das gilt für die Angelegenheiten des Universums, für Sonnen, Welten, Menschen, Tiere, Geist, Energie und Materie. Dieses Gesetz manifestiert sich in der Erschaffung und Zerstörung von Welten, im Aufstieg und Fall von Nationen, im Leben aller Dinge und schließlich in den mentalen Zuständen des Menschen. Und gerade bei Letzterem finden die Hermetiker das Verständnis des Prinzips am wichtigsten. Die Hermetiker haben dieses Prinzip erfasst und seine universelle Anwendung gefunden. Und sie haben auch bestimmte Mittel entdeckt, um seine Auswirkungen in sich selbst zu überwinden, indem sie die entsprechenden Formeln und Methoden anwenden. Sie wenden das geistige Gesetz der Neutralisierung an. Sie können das Prinzip nicht aufheben oder seine Wirkung beenden, aber sie haben gelernt, wie sie seinen Auswirkungen auf sich selbst bis zu einem gewissen Grad entgehen können, je nach Beherrschung des Prinzips. Sie haben gelernt, wie sie es benutzen können, anstatt von ihm benutzt zu werden. In dieser und ähnlichen Methoden besteht die Kunst der Hermetiker. Der Meister der Hermetik polarisiert sich an dem Punkt, an dem er zu ruhen wünscht, und neutralisiert dann das rhythmische Schwingen des Pendels, das dazu neigen würde, ihn zum anderen Pol zu tragen. Alle Menschen, die irgendeinen Grad von Selbstbeherrschung erreicht haben, tun dies bis zu einem gewissen Grad, mehr oder weniger unbewusst. Aber der Meister tut dies bewusst und durch den Gebrauch seines Willens und erreicht einen Grad von Ausgeglichenheit und geistiger Festigkeit, der für die Massen, die wie ein Pendel hin und her schwingen, kaum zu glauben ist. Dieses Prinzip und das der Polarität wurden von den Hermetikern genau studiert. Und die Methoden, ihnen entgegenzuwirken, sie zu neutralisieren und sie zu nutzen, bilden einen wichtigen Teil der hermetischen mentalen Alchemie. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Jede Ursache hat ihre Wirkung. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht nach dem Gesetz. Der Zufall ist nur ein Name für das nicht erkannte Gesetz. Es gibt viele Ebenen der Verursachung, aber nichts entgeht dem Gesetz. Das Kybalion. Dieses Prinzip verkörpert die Tatsache, dass es für jede Wirkung eine Ursache gibt. Eine Wirkung aus jeder Ursache. Es erklärt, dass alles geschieht nach dem Gesetz, dass nichts jemals einfach passiert, dass es so etwas wie Zufall nicht gibt, dass es zwar verschiedene Ebenen von Ursache und Wirkung gibt, wobei die höheren die niedrigeren Ebenen beherrschen, dass aber dennoch nichts jemals ganz dem Gesetz entgeht. Die Hermetiker verstehen die Kunst und die Methoden, sich bis zu einem gewissen Grad über die gewöhnliche Ebene von Ursache und Wirkung zu erheben. Und indem sie sich geistig auf eine höhere Ebene erheben, werden sie zu Verursachern statt zu Wirkungen. Die Masse der Menschen wird mitgerissen, gehorsam gegenüber der Umwelt, dem Willen und den Wünschen anderer, die stärker sind als sie selbst, der Vererbung, der Suggestion und anderen äußeren Ursachen, die sie wie Schachfiguren auf dem Schachbrett des Lebens bewegen. Aber die Meister, die sich auf die höhere Ebene erheben, beherrschen ihre Stimmungen, Charaktere, Eigenschaften und Kräfte sowie die sie umgebende Umwelt und werden zu Handelnden statt zu Spielfiguren. Sie helfen, das Spiel des Lebens zu spielen, anstatt von anderen Willen und der Umwelt gespielt und bewegt zu werden. Sie benutzen das Prinzip, anstatt seine Werkzeuge zu sein. Die Meister gehorchen der Kausalität der höheren Ebenen, aber sie helfen, auf ihrer eigenen Ebene zu regieren. In dieser Aussage verdichtet sich eine Fülle hermetischen Wissens. Wer kann, möge verstehen. Das Prinzip des Gender. Das Gender ist in allem. Alles hat seine männlichen und weiblichen Prinzipien. Das Gender manifestiert sich auf allen Ebenen. Das Kybalion. Dieses Prinzip verkörpert die Wahrheit, dass sich das Gender in allem manifestiert.
Das männliche und das weibliche Prinzip sind immer am Werk. Dies gilt nicht nur für die physische Ebene, sondern auch für die mentale und sogar für die spirituelle Ebene. Auf der physischen Ebene manifestiert sich das Prinzip als Sex. Auf den höheren Ebenen nimmt es höhere Formen an. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Keine Schöpfung, ob physisch, mental oder spirituell, ist ohne dieses Prinzip möglich. Ein Verständnis seiner Gesetze wird Licht auf viele Themen werfen, die den Verstand der Menschen verwirrt haben. Das Prinzip des Gender wirkt immer in Richtung der Erzeugung, Regeneration und Schöpfung. Alles und jeder trägt die beiden Elemente oder Prinzipien oder dieses große Prinzip in sich, er oder sie. Jedes männliche Ding hat auch das weibliche Element. Jedes weibliche enthält auch das männliche Prinzip. Wenn Sie die Philosophie der mentalen und spirituellen Schöpfung, Erzeugung und Wiedererzeugung verstehen wollen, müssen Sie dieses hermetische Prinzip verstehen und studieren. Es enthält die Lösung vieler Geheimnisse des Lebens. Wir weisen darauf hin, dass dieses Prinzip keinen Bezug zu den vielen niederen, verderblichen und entwürdigenden, lustvollen Theorien, Lehren und Praktiken hat, die unter fantasievollen Titeln gelehrt werden und die eine Prostitution des großen, natürlichen Prinzips der Gender sind. Solche niederen Wiederbelebungen der alten, schändlichen Formen des Phallizismus neigen dazu, Geist, Körper und Seele zu ruinieren. Und die hermetische Philosophie hat schon immer vor diesen entwürdigenden Lehren gewarnt, die zu Lust, Zügellosigkeit und der Perversion der Prinzipien der Natur tendieren. Wenn ihr solche Lehren sucht, müsst ihr sie anderswo finden. Die Hermetik enthält nichts in dieser Richtung für euch. Für den Reinen sind alle Dinge rein. Für den Unedlen sind alle Dinge unedel.